Im Namen der Hamburgischen Bürgerschaft begrüße ich Sie im Rathaus und ich gratuliere Ihnen zu 20 Jahren Zeitzeugenbörse Hamburg. Seien Sie alle herzlich willkommen. Liebe Gäste, Demokratie braucht Erinnerung, heißt der Titel des Symposiums, das die Bürgerschaft auf Anlass des 20. Jahrestages veranstaltet. Und der Titel könnte kaum treffender benannt sein. Er geht von der Notwendigkeit aus, sein eigenes Tun und Handeln stets zu hinterfragen, sich die Vergangenheit aus erster Hand zu erarbeiten und daraus die richtigen Schlüsse für die Gestaltung unserer Zukunft zu ziehen. Die Zeitzeugenbörse erfüllt diesen Anspruch auf vorbildliche Weise. Sagt die jungen Menschen, dass sie das mal hören, dass auch unter ihnen hier zwei Ältere sind, die aber auch so etwas Ähnliches erlebt haben, dass ich schon als 13-Jähriger morgens um 5 aufgestanden bin und habe bei Bauern den ganzen Sommer über gearbeitet, aber nicht für Geld, nein, nur damit ich den Sommer über mal satt Essen hatte. Denn im Winter haben wir gehungert. Wir haben wirklich gehungert. Klaus, was wünschst du dir für die Zeitzeugenbörse? Also ich wünsche mir, dass die Zeitzeugenbörse noch sehr, sehr lange besteht und dass wir auch Nachwuchs haben. Das biologische Alter oder die biologische Uhr, die tickt halt. Und wir möchten gerne jüngere Menschen an uns heranziehen, an die wir unser Wissen intern noch weitergeben können und die unsere Arbeit dann fortsetzen. Immer mit im Hinblick darauf, dass die Diktatur der Nazizeit nie vergessen wird. Mit allem, was da an Schrecklichem geschehen ist. Vielen Dank. Hitlers Welt, sie kehrt nicht wieder. Wir sind Zeugen jener Zeit. Tabak aus dem Schrebergarten selbst gezüchtet und geraucht. Louis Armstrong, wo gibt's Karten? Horst fährt Vespa, stark gebraucht. Hügelfreie Nylonhemden, Lucky Strike, welch ein Geschenk. Buttercreme an Lieblers Händen, Mini, Maxi, Heißgetränk. Szenen, die den Alltag zeigen. 20 Jahre. Ausgewählt, festgehalten statt zu schweigen, Wissenswertes nacherzählt, Selbsterlebtes unvergessen, ausgesprochen, jetzt und hier. Schätze, die wir einst besessen, sprich Erfahrung, teilen wir. Menschsein und gemeinsam streben, frei von zwanghaften Regeln, lernen, forschen, friedvoll leben, wählen, ja, doch nie extrem. Kriege. Sag uns, was sie nützen. Blut und Tränen, Anarchie, Meinungsfreiheit zu beschützen, das bestärkt Demokratie. Den Gedanken weitertragen, in die Schule, hier, vor Ort, Zeitzeugen. Man soll uns fragen, wir sind nach wie vor im Wort. Es ist so, dass junge Menschen sich für Zeitgeschichte interessieren oder für jüngere deutsche Zeitgeschichte. Also ich würde immer davon ausgehen, dass sich jüngere Leute auch für die Geschichte und für die Vergangenheit interessieren, weil sie wissen wollen, wie die Gegenwart eigentlich entstanden ist. Und eigentlich geht es darum, also diese Motivation irgendwie zu fördern und am Leben zu halten. Also grundsätzlich gehe ich immer davon aus, dass jeder auch ein bisschen was wissen möchte über Eltern, über Großeltern, wie die Straße früher ausgesehen hat, in der man lebt und so weiter und so weiter. Dann ist da, also nach meiner Erfahrung, immer ganz viel Motivation. Das macht ja Mut, wenn man an die Zukunft denkt, auch, dass es weiterhin interessierte Menschen gibt, die sich vielleicht auch für Zeitgeschichte, auch beim Hamburgischen Verein, bei der Zeitzeugenbörse, in den vielen Geschichtswerkstätten in Hamburg auch engagieren könnten. Was können Themen sein für die Zeitzeugen der Zukunft? Vielleicht Zeitzeugen sein könnten? Ja, Zeitzeugen der Zukunft, also natürlich verschiebt sich das zeitlich. Also wir haben ja seit einigen Jahren mit diesem auch viel diskutierten Thema zu tun, wie gehen wir mit der Geschichte des Dritten Reiches um, wie gehen wir auch mit den Erfahrungen von Überlebenden des Holocaustes um, wenn niemand aus dieser Generation mehr leben wird. Das wird etwas verändern in der Diskussion darüber.
Es verschiebt sich sozusagen aber dann auch immer weiter nach vorne. Das heißt ja nicht, dass das 1945 endet, wobei 1945 ist nun interessant. Das ist natürlich eine große Zäsur gewesen, aber auch von starken Kontinuitäten geprägt. Aber wenn man sich die 50er und 60er Jahre anguckt, also wenn man da weitergehen würde, dann wird es ja nicht unbedingt uninteressanter, sondern da entwickeln sich eben auch bestimmte Strukturen, auch die jüngste Geschichte unserer heutigen Demokratie, des zweiten Versuchs von Demokratie in Deutschland, wo es auch ausgesprochen interessant ist, eben über die 50er und 60er Jahre, auch über Lebensstil, über Alltag etc. mehr zu erfahren. Was würden Sie den Menschen, jungen Menschen, die nach dem Krieg geboren sind, empfehlen, wofür sie sozusagen sich zentral interessieren sollen in der Nachkriegsgeschichte? Was sind die markanten Themen? Ja, empfehlen ist natürlich schwierig, weil jeder sollte auch so seine Interessen natürlich finden können. Es gibt, wie Sie wissen, also es gibt sozusagen das, was wir immer die große Politik nennen. Also was, sagen wir jetzt mal bei den 50er und 60er Jahren, was in der Bundesrepublik und auch in der DDR und in der Weltpolitik passiert ist. Es kann aber auch um ganz andere Dinge gehen, nämlich wie haben Menschen gelebt. Also ich glaube, es geht auch immer darum, dass man Bezüge zum eigenen Leben herstellt. Und das ist ja nicht abgekoppelt. Das heißt, alles, was wir erleben, also alle, die wir hier sitzen, egal in welchem Alter wir sind, bauen auf bestimmten Dingen auf, tun bestimmte Dinge, bewegen uns in bestimmten Feldern und die sind entstanden. Und insofern sind das eben auch Fragen des Alltags. Wie war früher eigentlich das typische Verhältnis zwischen, sagen wir jetzt mal, Eltern und Kindern? Ja? Also was war erlaubt, was war verboten? Wie hat sich das in den 60er Jahren, das ist ja für Historiker ein Scharnierjahrzehnt, sozusagen ein Jahrzehnt des Aufbruchs, was hat sich da verändert, die Kämpfe überhaupt, die Frisur tragen zu können, die man wollte, als Jugendlicher die Kleidung tragen zu können, die man wollte, etc. Welche Auseinandersetzungen wurden da geführt, die uns heute vielleicht so ein bisschen fern erscheinen, aber vielleicht gar nicht so fern sind, also strukturell. Und das zu überlegen, dass das, was wir heute haben in der Gegenwart, und ich gehe als Historiker, also ich gehe wahnsinnig gerne in Archive, wenn ich nur mehr Zeit hätte, aber ich sehe das überhaupt nicht verstaubt an, sondern ich sehe das immer aus der Gegenwart von heute. Wir leben heute, das ist unser heutiges Interesse, auch wenn wir uns mit Geschichte beschäftigen. Und von heute aus gesehen ist das natürlich so ein Verständnis für das Gewordensein. Und auch zu merken, das, was wir heute erleben, auch vielleicht als ganz junge Menschen, ist eben nicht selbstverständlich. Ja, also ich hatte neulich so ein Erlebnis, ich war in meiner alten Schule, weil die Jubiläum hatte, Gymnasium am Kaiser-Friedrich-Ufer und war da in einem Lehrerzimmer für den Vertrauenslehrer und da stand eine alte Schreibmaschine und der Vertrauenslehrer erzählte mir dann, ja, da saß ich neulich mit einem Schüler und habe den beraten und plötzlich fiel dessen Blick auf die Schreibmaschine. Und der sagte, was ist das für ein Gerät? was macht man damit? Da schreibt man Papier ein. Also das müssen wir uns sozusagen, also wir als Eltern klar machen, das kann auch ganz anders sein. Und umgekehrt für Jüngere zu sagen, wie? Also die haben ohne Smartphone gelebt, das ist ja ein interessantes Leben. Also ich meine, dass das nicht selbstverständlich ist, was wir heute haben und dass auch in 50 Jahren die Leute sagen werden, also wie saßen die da 2017 zusammen? Also das erstaunt uns ja ein bisschen. Also das ist ja nicht gerade, dass wir jetzt an diesem Punkt angelangt sind, jetzt ist alles normal, das ist gerade unsere Gegenwart, sondern es wird sich eben auch weiter verändern. Und dafür so ein Bewusstsein zu schaffen, was für Prozesse sind das eigentlich? Also wie nehmen Menschen auch daran teil? Das ist ja jetzt auch nicht nur schicksalsgegeben, sondern Leute greifen auch ein, gestalten selbst ihr Leben und so weiter. Also das wäre da, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu sagen, ich bin nicht irgendwie hier der Welt ausgeliefert, sondern Menschen haben das auch entwickelt, was wir heute vorfinden. Und es geht weiter. Ich habe auch ein großes Interesse für die neue Geschichte, machen gerade Geschichte der DDR und der Bundesrepublik. Ah ja, da kommen wir nochmal gleich nochmal drauf, dann nachher. Paul, du hast, glaube ich, mit Herrn Simonsen ein Interview geführt, ne? Richtig. Was war denn das Besondere oder was hat dir das sozusagen gegeben, das Interview? Also das Interview mit Herrn Simonsen war sehr, sehr interessant. Wir haben einige Fragen dabei gehabt, aber Herr Simonsen hat erzählt bei einer Frage und hat so toll erzählt, dass wir gar nicht mehr die meisten Fragen stellen mussten, weil eigentlich alles schon beantwortet war, aber das ist im positiven Sinne gemeint. Es war wirklich total interessant, was Herr Simonsen erzählt hat und da sind wir sehr dankbar. Ja, Onno von deiner Seite. Ich habe auch einen Tag interviewt und das war auch
ziemlich interessant, weil man den Unterschied zwischen Stadt und Land gesehen hat während des Krieges. Und das war auch sehr interessant, weil die Dame außerhalb von Hamburg gelebt hat, aber auch nur sehr wenig weiter entfernt. Und dann konnte sie ganz interessant darüber sprechen, dass sie gar nicht so viel vom Krieg während des Krieges mitbekommen hat, sondern erst danach, als sie vielen Flüchtlinge kamen. Und ich kannte das nur eigentlich aus der Stadt mittendrin, die Geschichten. Und das war eigentlich sehr interessant, das auch auf einer anderen Seite zu sehen. Das heißt, ihr habt auch gar nicht vorher gewusst, auf wen ihr da trefft, aber habt euch historisch vorbereitet. Also ihr habt ja in der 8. Klasse noch gar nicht das Thema Nationalsozialismus dran. Ihr wurde dann in irgendeiner Weise auf das Thema eingebrieft sozusagen. Ja, also wir haben mit Frau Fensch uns ein paar Filme angeguckt zu Jugendorganisationen in der Hitlerzeit und wir wurden da also inhaltlich dann eingeführt und haben uns Fragen überlegt. Ihr habt ja Steckbriefe gemacht von einzelnen Zeitzeugen. Ja genau, also in dieser Projektwoche haben wir zu den Interviews, die wir geführt haben, so eine Art biografische Kärtchen erstellt zu jeder Person, zu unterschiedlichen Themen, zum Beispiel Schulzeit oder Nachkriegszeit, also unterschiedliche Themenbereiche, die wir dann bei jedem Befragten versucht haben abzudecken. Und ja, es war sehr interessant, wir haben dann auch Fragen gestellt, wie sie das heute im Vergleich zu damals sehen, also inwiefern ihnen das auch wichtig ist, darüber zu sprechen. Und viele haben dann auch natürlich gesagt, dass es ihnen sehr wichtig ist, gerade auch Jugendliche aufzuklären und zu verhindern, dass sie irgendwie politisch in die rechte Richtung sich entwickeln, wie eben auch schon gesagt wurde. Und ja, ich denke, wenn man das so persönlich hört, die Geschichten und alles, was da passiert ist, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man so Parteien zum Beispiel unterstützen kann.